Willkommen zurück zur Drehscheibe Extra, liebe Zuschauer. Wir sind heute zu Gast bei der Physiotherapie Sommer in Niederau. Ja, Kopfschmerzen, die werden ja für gewöhnlich als Volkskrankheit bezeichnet und auch Kinder und Jugendliche leiden bereits darunter. Und hier bei der Physiotherapie Sommer kann die Kairos-Methode Abhilfe schaffen und Hartmut Sommer behandelt die Kopfschmerzen bei Kindern und Jugendlichen. Herr Sommer, inwiefern spielt denn Wassertreten dabei eine Rolle? Mein Name ist Hartmut Sommer, ich bin seit 30 Jahren mit einer Praxis für Physiotherapie am Start und habe mich aufgrund von Erlebnissen spezialisiert auf die Behandlung von stressbedingten Kopfschmerz. Ich möchte dabei betonen, dass das Wassertreten nur eine Methode ist. Kopfschmerzen sind nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche betroffen. Und dort hat das natürlich große Auswirkungen auf die Entwicklung, auf die Gesundheit und auf die Ziele dieser Menschen. Und jeder von uns kennt das. Es dröhnt, es hämmert, es bohrt. Ich bin lichtempfindlich. Ich habe zu wenig getrunken. Und mit Kairos und dem kybernetischen Muskeltest können wir nicht bloß austesten, welche Differenzen im Körper und natürlich auch in der Seele sind, sondern wir können auch relativ schnell Abhilfe schaffen. Und die Kairos-Methode ist ja ein ganzheitliches Behandlungskonzept, liebe Zuschauer. Was genau dabei noch alles untersucht wird, das erfahren wir gleich. Und wir treten hier noch ein bisschen.